läuft die Aufnahme jetzt auch. Ja, entscheide dich. 3, 2, 1. So, ob jetzt rennt die Videospur Amit, dass man an Synchro.com. Weil Synchronität ist meine Videos. Schnitthinweis, Schnitthinweis. Du kleiner Pisser, das ist... Das ist ja lustig. Jetzt ruckelt das Spiel, wie ruckelt das Spiel jetzt? Vorher so, Vorher hat's ja, nicht ruckelt, das ist ja scheiß. Einfach ab und zu mal okay. Einfach ab und zu mal was mitlabern. Ist das egal. Okay. Also von mir aus können wir anfangen. 5, 4, 3. Los! Hallo und herzlich willkommen zurück zu. Zurück. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Trains Simulator 2012. Wir sind im Multiplayer. Ich habe den Corny simuliert. Errungenschaft erreicht. Und den Erik im Teamspeak, im Spiel. Achievement unlocked, an Moderation verkackt. Ja, Erik, ruhig. Ich habe Conny simuliert und Erik im Multiplayer und Nico gammelt bei uns noch auf dem Teamspeak rum. Du, ich hab's geschafft. Ja, wir befinden uns im Trains Multiplayer. Für alle, die das Spiel nicht kennen, guckt auf Steam. Ich erkläre das jetzt nicht. Guckt auf Steam. Ja, Also, der Corny hat hier hinten den D-Zero bekommen von mir. Und keiner plant mir das Ding Ashwet. Du bist bei mir gar nicht in dem richtigen drin. Ich setze den gleich neu. Ja, der fährt jetzt gleich auf Linie ein bisschen durch die Gegend. Und dem Erik muss ich jetzt gleich... Ich bin hier Rangierlok. Erik ist hier der Hauptverkehrszug. Dem muss ich den Zug zusammenstellen, dass der auch auf Linie fahren kann. Und ich gucke dann, was ich machen kann. Dann sind die 4 Folgen eh schon wieder vorbei. Und dann wechseln wir zu einer Runterladstrecke, die ein bisschen kleiner ist. Und das ist eine Straßenbahnstrecke. Und das wird eigentlich ganz witzig, wenn dann da... im richtigen Takt Straßenbahn fahren. Das kriegen wir aber alles hin. So. Ja, der Erik muss jetzt erstmal abkuppeln. Ah, nee, warte. Doch, du kannst schon mal abkuppeln. Du kannst deine Wagen hinten abkuppeln. Ich muss hier vorne noch die Güterwagen wegräumen. Abkuppeln. Das mache ich jetzt als erstes. Und gucken, ob wir das hier schaffen. Soll ich ein Stück nach vorne fahren? Also muss ich doch hinten... Wäre cool, ja, dass ich sehe, dass du abgekuppelt hast. Ich muss jetzt erstmal hier gucken, dass ich hier einigermaßen... was sehen kann. Ja, ich muss da fährt der Erik schon. Ich muss doch da vorne rausfahren mit dem Tor, oder? Ja, du musst dich das Tor raus. Dann musst du einfach auf den anderen Wagen klicken. Ja, hab ich ja. Bin schon da drinnen. Kisten angefahren. Oh, reset. So, dann fahr doch mal bitte für mich. Also, wir machen hier alles selber. Wir lassen keine KI fahren. So kann ja, ich doch nicht steuern, den Kacke. Ja, das Beste finde ich da immer noch. Der Felix spielt dieses Spiel mit 60 FPS. Ich spiele es mit gerade mal 20 jetzt. So, Conny, soll ich dir mal helfen? Ja, das ist mir gern helfen, immer durch. Das Fahrzeug gehört auch, glaube ich, gar nicht dir. Ja, scheiße. Jetzt solltest du was machen können. Jetzt gehen wir dann eine mit 1 und jetzt sehen wir, dass sie die Schwerter lustig bewegen. Was? Bug, ich habe einen Bug festgestellt. Ja. Warte, ich kümmere mich mal. Na, geht schon. Ich nehme jetzt einfach das Fahrzeug von ihm. Lass es. Jetzt! Du Pisse, du. Jetzt lass es. Fährt doch. Ja, jetzt. Kannst du bitte aufhören, dass du mich fernsteuerst? Er sollte jetzt theoretisch wieder bremsen. Ich weiß jetzt noch nicht, warum er es nicht macht. Ja, weil er so langsam bremst, weil es ein Kackzug ist. Weil es ein Kackzug ist. So, dann gebe ich ihm den jetzt erstmal wieder zurück. Der will fahren. Danke. So. Du weißt aber noch, dass ich vor dir stehe, ne? Du darfst nicht über das Signal hinausfahren, was da vor dir ist. Boah, immer diese Streber. Ist es okay? Landgleis 1, bitte beachten Sie ICE 527. Ich habe jetzt zur Weiche gewechselt. Was hast du denn? Was? Kann ich... Zug 90422 an Zentrale. Ach, halt's mal, Erik, das machen wir später. Wir haben schon ein bisschen hier im Multiplayer rumgedödelt, deswegen kommt er jetzt gerade auf diese total bescheuerte Idee. So, jetzt muss ich dir erstmal die Güterwagen hier vorne wegholen. Ne? Da ist ja grün, da darf jetzt drüber fahren. Du kannst mir die Weichen irgendwie stören, dass ich da irgendwie fahren kann. Ich muss erstmal hier weg, Corny. Was denn? Ich muss erstmal hier weg. Warte, ich kenne die Weiche. Da, jetzt bist du da über die Weiche schon drüber. Felix. Kannst du mich? Jetzt hab ich wieder gestellt. Danke. So. Sei nur vorsichtig. Es könnte sein, dass du, wenn du hinter mir drauf fährst, dass du eine Zwangsbremsung kriegst. Ne, ich fahr eh ganz langsam, also. Also. Aber die Bremse hiervon ist richtig scheiße. Ja, das ist. Ah, ja. Ja, das ist eine MAV-Rangierlok. Die sind immer so.
Kacke. Die sind ein bisschen sperrig. Die sind wirklich ein bisschen sperrig und ja. Wer wieder zwangsgebremst ist, lass mich doch mal in Ruhe, blöder Kack. Ja, du fährst über rote Signale drüber, kein Wunder. Ich schalte jetzt hier noch zwei Weichen weg. Ja, für mich ist so, ich hab dir die Gleissperre gesperrt, du solltest da nicht drüber fahren. Wenn du jetzt drüber fährst, wenn du jetzt da drüber fährst, Conny, wirst du entgleisen. Ich geb schon voll Gas. Ja, genau. Ich geb schon voll Gas, ja. Perfekt, ich geb schon voll Gas. Ja, ich sehe gerade vorne, das ist rote... Oh, lass diese Scheiße fahren, ey. Kannst du mir die Deppel Gleissperre da wieder fahren? Danke. Hab ich mal kurz gemacht. Du fährst aber nicht drüber. Hast du ihm die jetzt aufgemacht, Erik? Nein, hab ich nicht. Vergräbst du hier meine Autorität? Hab ich nicht. Kann ich Gas geben? Kann ich so. Töten? Wie gesagt, gib das Spiel Gas. Ist ein bisschen sperrig. Gas und du wirst Scheiße, bleiben. Ich kann nicht mehr bremsen. Brems, brems, brems. Nein! Entgleist. Scheiße. Wirklich? Ja. Nein. Na, ich bin nicht entgleist. Na, ich doch nicht. Ich muss hinten auf das Gleis, ne? Oh Gott, da muss ich noch ein ganzes Stückchen. Jetzt kann ich mal zurückfahren. Warte, ich könnte auch Stellwerk spielen und ja die Gleise stellen. Könntest du machen, ja? Warte, jetzt muss ich erstmal Korn in einen neuen Zug reinsetzen. Du willst den Güterzug abholen, ne? Ja, der hier vor dem anderen steht. Warte mal, da hinten steht der Erik übrigens. Falls das nicht zeigt, doch. Doch, da steht der kleine Erik drin. Jetzt schmeiß ich deinen alten erstmal raus. Was können wir machen? Delete. Ich bin frei wie der Wind. Und jetzt setze ich dir den da hinten wieder rein. Haha, du kleiner Piss, jetzt kann er wieder Vierer fahren. Reverse. Zack. Den muss ich ihm jetzt erstmal zuschreiben. Ne, das Spiel ruckelt so dermaßen bei mir, dass das ein Wahnsinn ist. Was habt ihr denn alles für Probleme, ey? Ja, ich hab die gerade. Ja, wir haben halt kein. Ich habe einen 2000-Euro-Rechner da unten stehen. So, einmal bitte hier Gleise schalten. Gleise sind geschaltet. Ah, sehe ich aber anders. Sehe ich anders. Oh, warte, da habe ich ein Gleis falsch gestellt. Zwei. Gestellt. Und du hast die Gleissperre noch geschlossen. Wo bin ich jetzt? Kann ich das nicht klicken? Das ist schon mal richtig. Jetzt. Und die Gleissperre muss noch aufmachen. Wo bin ich jetzt? Zwar für die andere Seite, aber du musst da ja nachher auch drüber. So, dann... Ich bin gerade dezent mit dem Spiel befordert. So, jetzt benutze ich hier unten die Remote Control. Ah, da ist der Erik. Da steht Erik. Nee. Hä? So. Da dürfte der Felix. Jetzt dürfte er gleich rückwärts fahren. Wenn meine Bremse immer... Ah! Geh, weiß mir doch den blöden Zug zu finden. Ich bin auf der großen Karten. Das muss ich die ganze Karten abschlägen, ja. Ich hab dir den Zug gegeben. Warum findest du den denn nicht? Weil ich Stepper dazu bin. So, ich fliege jetzt die ganze Strecke. Geh mal unter diesen Multiplayer-Button. Das ist der linke grüne oben rechts in der Ecke. Und da, wo der rote Pfeil nach oben zeigt, da einfach mal oben auf das Auge draufklicken. Dann kommst du zu deinem Fahrer. Warte mal, ne, ich bin gerade überfordert. Weißt du, was ich jetzt einfach durchsuche? Lass es einfach. Ich will meinen Zuschauer wenigstens irgendwas zeigen. Du kannst auch oben links, Consist 8 has derailed. Wenn du da einfach Click here to Focus klickst, dann kommst du wieder dahin. Das im Chatfenster. Es überfordert mich. Nee, lass mich einfach irgendwas machen. Da seht ihr übrigens einen Bahnübergang der Deutschen Bahn. Wir sind auf den Weg Richtung, ich finde den Zug. Scheiße, das hat man jetzt wahrscheinlich gehört. Rasenbärenalarm! Oh, ich bin ein bisschen schnell. Oh, ist die sperrig! Deine Mutter! Halt dein Maul, lass mich bitte. Bitte allein, ich mach den Flugmodus rein. Oh, jetzt bin ich mit dem Gesicht gegen die Scheibe. Aua. Krabum.
So, das war doch mal sauber hier. Der muss jetzt erstmal weg, ne? Den schieben wir jetzt erstmal da hinten, wo Corny steht, hin. Ich hab's gefunden. Nee, Erik, ja. Ist das noch gestellt? Wie meinst du das, ist das noch gestellt? Ich muss jetzt wieder rausziehen, da wo ich vorher war, und dann dahin, wo Corny steht, aber vor Corny rechts, das Gleis runter. Ist die Gleissperre jetzt drinnen oder ist jetzt weg? Warte, du kommst... Die Gleissperre ist jetzt weg. Danke. Du kommst jetzt erstmal noch bis dahin, wo du vorhin gestanden bist, und dann stell ich dir die Gleise wieder um. Du musst jetzt aber aufpassen, Corny fährt. Du hast mir jetzt einfach Zeit, ich fahre jetzt einfach wie Corny fährt. Ja, Corny fährt jetzt los. Ja, irgendwie hat man jetzt... Okay, wo ist er denn? Geben. Ja, warte wegen. Da hinten, wo ich ihn auch als erstes mal gesetzt habe. Da steht bei mir immer noch... Da steht bei mir noch... Doch, da, Corny Name. Corny? Ja? Ich spiel jetzt mal schnell weg und stell dir deine Strecke. Kannst gern machen. Ich krieg echt... Man muss ihm nur sagen, wo du hin willst. Mir egal. Der fährt ja eh regional Express, deswegen... Ja. Du musst dann einmal hinter dem Bahnhof umsetzen... Und noch einmal auf das Betriebssignal umfahren. Na, zumindest an den Bahnhof, ne? Ja, an den Bahnhof muss er ranfahren, noch einmal. Kann ihn einfach in die Richtung leider vier fahren, ich möchte da wegen Gas geben. Jetzt wäre ich schon wieder der Zwangsgebremst, das ist ja wieder Wahnsinn. Ja, weil du über ein rotes Signal gefahren bist. Ja, ich kann's. Also ich kann es ja. Also das ist ja. Versteht's auch nicht, warum die ganze Zeit hier rote Signale sind, aber. Das haben sie nur einfach, weil hier hinten die Weichen, glaube ich, nicht richtig stehen, oder? Stopp, da ist ja Gleissperre drinnen laut dem... Gleissperre ist offen. So. Dann seht ihr einfach mal, da fahren ganz, ganz vorne um. Das ist wieder die... Ich glaube, du darfst nicht so schnell fahren, Corny. Ja, ich fahre unter 20, also bitte, das ist ja lächerlich da. Ich schalte auch mal gerade auf metrisch um. Ich hoffe, dass das metrisch ist. Das war metrisch. Metric. 40. Ja gut, Kilometer. Da steckt kein H drunter, also wird's aber eh. Metrisch und imperial ist ein Unterschied. Ja. So, das Signal ist grün, meines Erachtens nach. Dann. Ist weiß, ne? Das ist grün für mich. Ist die Gleissperre ist jetzt draußen, ne? Ja. Also, einmal bitte Gas geben. Black Peace 72, bitte vorrücken bis zum Signal. Danke. Bis wo hieß, wenn du vorne bist, da hinten, gell? Nee, du fährst jetzt einmal, bis du fast auf der Hauptstrecke raus bist. Also, du überquerst Weichung HES 3B40, fährst ein Stückchen nach vorne und dann stelle ich dir die Weiche, dass du in den Bahnhof kommst. So, stehe jetzt vor rotem Signal. Beziehungsweise okay. Fahr drauf zu. Sperrig, sausperrig. Sorry, ich bin umgewohnt. Stehe. Oh, okay. Ich verfolge mal eben Corny. So, ich sag dir, die Weiche überfährst du noch J40. What? Aber du musst vielleicht ein wenig bremsen, das ist gerade. Ja, Corny, du musst auch wieder zurück an den Bahnsteig nachher, ne? Ja, ist mir bewusst. Jetzt muss ich mal aber jetzt noch über die B40 fahren. Über die B40, gut. So, fahren wir. Erik, das Signal ist nicht grün. Wieso? So. Hold Steuerung and right click. View Details. Ach Mist, das war der. Upsala. So, jetzt kannst du. Warte. Ich bremse schon. Diesmal muss ich mich wirklich. Gucken, ist das Gleis jetzt wirklich. Jetzt müsstest du in den Bahnhof einfahren können. Als nächstes kümmern wir uns hier um Felix. Corny, du kannst einfach den Führerstand wechseln, ne? Indem du rausgehst. Ja, hab ich schon. Das hab ich schon rausgefunden. Boah, jetzt spielen wir hier voll auf Realismus, ey. Boah, voll ich ungewohnt. Hätte doch die einfache Variante nehmen sollen. Immerhin besser als im Landwirtschaftssimulator. Bloß mit dem Spiel auch besser als der Landwirtschaftssimulator. Das müsst ihr mir sagen, die Grafikformel ist besser als im Landwirtschaftssimulator. Ah! Ja, der Landwirtschaftssimulator ruckelt weniger. Ja. Das liegt an euren Rechnern. Hey, Corny hat einen 2000 Euro High-End-Rechner. Ich habe einen 1500 Euro High-End-Rechner. Funktioniert auch mit 60. Was habt ihr für Probleme? Erik, ich habe immer noch ein rotes Signal.
Ja, Conny muss erstmal in den Bahnhof einfahren. Ja, was tue ich denn gerade?